Yo, servus Leute, herzlich willkommen zu unserem neuen Rezept. Heute gibt es mal was Indisches, natürlich wie immer in einer sportlichen Variante. Wir brauchen folgende Zutaten: einmal eine Hähnchenbrust, eine Marinade natürlich dafür. Wir nehmen dann einmal dafür für die Marinade fettarmer Joghurt, ich habe jetzt hier die 1,5 Variante genommen, und ein bestimmtes Gewürz, und zwar ist das Masala. Das findet ihr eigentlich in jedem Asia-Shop oder alternativ eigentlich auch in den meisten Supermärkten, in gut sortierten Supermärkten. Wenn ihr das nicht finden solltet, dann kann ich es auch gerne nochmal unten in der Beschreibung verlinken. Dann könnt ihr es auch bestellen. Ja, das wäre es jetzt zu der Marinade. Wir brauchen noch folgende Zutaten fürs Gemüse. Und zwar ist das einmal Lauch. Dann brauchen wir eine Tomate und noch eine Zwiebel. Ja, mehr brauchen wir eigentlich dafür nicht. Wie das Ganze jetzt funktioniert, seht ihr natürlich wie immer im Video. Bis gleich. So, wir nehmen die Hähnchenbrust und schneiden die in kleine Stücke. Ich schneide die jetzt einmal quer und dann nochmal einmal durch, dass wir so, ja, so mundgerechte Stücke einfach haben. Die machen wir jetzt in eine Schüssel. Und nehmen den fettarmen Joghurt. Ich habe jetzt hier die 1,5% Fettvariante verwendet. Da nehmen wir jetzt so circa 4 bis 5 Esslöffel. Machen wir einfach jetzt auf das Hähnchen drauf. Jetzt kommt noch ein bisschen Salz dazu, ruhig reichlich. Und dann eben das Gewürz, und das ist jetzt in dem Fall Tandoori Masala. Wie schon im Intro erwähnt, findet ihr es eigentlich in jedem Asia-Shop, zum Teil auch im Supermarkt. Da machen wir jetzt so 2 Teelöffel mit drauf und verrühren das Ganze gut um. Das muss jetzt ein bisschen marinieren, also ihr könnt, es an sich reicht es auch, wenn ihr es schnell haben möchtet, dann macht es eine Viertelstunde in Kühlschrank. Optimal ist es natürlich länger, optimal sind 24 Stunden, also das heißt, wenn ihr am Vortag das vorbereiten möchtet, wenn ihr die Zeit habt, dann ist es auch kein Thema. Dann kommen wir auch schon zum Gemüse. Dann nehmen wir jetzt eine kleine Zwiebel und würfeln die. Ja, ich muss noch ein bisschen an meiner Schneidtechnik üben, aber so langsam wird's. So, genau, das wird jetzt in Würfel geschnitten. Der zweite Teil. Genau dasselbe wieder. So, dann nehmen wir den Lauch, den schneiden wir jetzt in Ringe und später beim Kochen, das seht ihr dann nachher auch, dann drücke ich den so ein bisschen auf, also lasse ich sozusagen die Fasern ein bisschen so verteilen. Und dann noch die Tomate, die würfeln wir in dem Fall einfach. Gut, dann heizen wir eine Pfanne vor auf volle Stufe und geben da jetzt das Fleisch mit rein. Und wir lassen das jetzt so lange braten, bis sozusagen die ganze Flüssigkeit verkocht ist. Also keine Angst, haut die Pfanne ruhig auf die höchste Stufe. Dadurch, durch den Joghurt, dann brennt sowieso nicht sofort an und durch die Flüssigkeit. Ihr müsst halt natürlich schon drauf achten, wenn es natürlich schon dann beginnt anzubrennen bzw. fest zu werden, dann könnt ihr auch die Hitze etwas reduzieren oder ihr helft einfach mit bisschen Wasser oder mit bisschen Öl nach. So, jetzt machen wir etwas Öl in den Topf nebenher. Das machen wir jetzt zeitgleich. Ich habe jetzt hier Erdnussöl verwendet. Wenn ihr das nicht habt, geht auch ganz einfach Rapsöl. Olivenöl würde ich jetzt eher nicht empfehlen. Da machen wir jetzt die Zwiebeln rein.
und lassen die ein bisschen andünsten. Wie gesagt, das ist alles nebenher. Das Fleisch brutzelt noch nebenher in der Pfanne. So, das geht jetzt so circa 2-3 Minuten, dass wir die Zwiebeln etwas anrösten. Und kurz bevor die Zwiebeln braun werden, dann machen wir noch ein bisschen Wasser dazu, aber das zeige ich euch gleich. Gucken wir nochmal nach dem Fleisch. Das ist jetzt schon, ja, schön, fast schon kross. Jetzt müsst ihr halt hier ein bisschen die Hitze reduzieren. Ich gebe jetzt hier noch ein bisschen Öl nach, damit es, wie gesagt, damit es nicht so komplett anbrennt. Weil komplett schwarz soll es halt nicht sein. So ist es okay. Das gibt schöne, ja, Aroma, ein schönes Aroma, schöne Röststoffe. Seht, das sieht richtig lecker aus. Gerade auch durch dieses Gewürz gibt es halt auch eine sehr, sehr schöne Farbe. So, gucken wir nochmal nach den Zwiebeln. Da geben wir jetzt auch noch ein bisschen Gewürz dazu. Und lassen das mit anbraten, ein kleines bisschen. Rühren es nochmal um. So, das habe ich jetzt nochmal circa 2-3 Minuten vor sich hin köcheln lassen und jetzt gebe ich etwas Wasser dazu. Jetzt kommt der Lauch mit rein und wie schon vorhin erwähnt, werde ich den jetzt noch ein bisschen so auseinanderpflücken mit dem Kochlöffel. So, schauen wir nochmal nach dem Fleisch. Das sieht sehr gut aus. Da geben wir jetzt die anderen Komponenten mit rein, die wir nebenher angebraten haben. Natürlich nochmal umrühren. Jetzt geben wir noch die Tomaten mit dazu. Die alle relativ am Schluss. Die sollen eigentlich noch ihre Frische behalten. Gut, es hat sich jetzt nochmal so 2 Minuten vor sich hin geköchelt. Als allerletztes geben wir jetzt noch einen Schuss Joghurt dazu. Für die Cremigkeit, aber wirklich am Schluss. Das dann nochmal ein bisschen durchrühren. So circa eine Minute nochmal vor sich hin köcheln lassen. Eventuell nochmal abschmecken. Und das Ganze dann als Beilage mit Reis verfeinern. Low Carb geht natürlich auch, dann lasst ihr den Reis einfach weg. So, und so sieht es aus. Optisch jetzt natürlich nicht ein Highlight, aber das ist eigentlich normal bei indischem Essen. Es schmeckt aber halt einfach echt richtig gut. Probiert's aus, bis zum nächsten Mal.